Ah, also ist er wieder. Ach, ist das schön. Home sweet home, ja. Freunde, ihr seid ja schon wieder da. Ich bin auch da. Home sweet home, Robert Götz-Matuszewski ist wieder im Bundestag. Ich bin da, ihr seid da, wir sind da. Ist das schön, klasse. Und übrigens schon mal gleich zum Start in die Sendung. Grüße gehen raus an YouTube. Danke fürs Drosseln, danke fürs Reduzieren. Es macht Freude mit euch. Also YouTube macht einem richtig Freude, finde ich klasse. Super. Ja, das ist immer so. Also man stellt sich dazu vor, ich mache ja immer den Link von YouTube auch auf Telegram. Freunde, kommt auf Telegram. Und dann sehe ich, wie viele Klicks Telegram hat. Ja, dann hat Telegram, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl. Dann hat jetzt Telegram beispielsweise 5500 Klicks. Und im gleichen Zeitraum gucke ich dann auf YouTube, wo ja Telegram hinlinkt. Das ist ja eigentlich nur der Link von YouTube. Dann gucke ich auf YouTube, da steht nicht 5500, sondern 2000. Ja, da weiß man doch schon, dass alles mit linken Dingen zugeht. Linkisch, linkstaatlich und zivilcouragelich. Vielen Dank dafür. Ich habe gerade eben ein knapp 35 Minuten YouTube-Video gemacht. Ja, ich hatte bei YouTube nämlich gestern nicht gesendet. Es musste sein. Und bitte kommt auch auf YouTube, ist wichtig. YouTube, da bin ich Mensch, da kann ich sein, ja. Obwohl YouTube die zensurfreiste Plattform der Welt ist, ja. und es war ein Video auch des Dankes. Auch dieses Video ist ein Video des Dankes. Liebe Freunde, ich möchte auch hier zuvorderst sagen, danke, dass ihr mich abonniert habt. Kontrolliert, ob das Abo schon noch da ist oder schon wieder weg. Guckt mal nach. Und danke, dass ihr mich bis zum Ende guckt, dass ihr mir Kommentare gebt. Das ist überhaupt das Beste überhaupt. Kommentare ist sozusagen der Dünger, ja, meiner Arbeit. Und danke für euren Daumen hoch, wobei ich sagen muss, ich sage es immer wieder, Daumen hoch ist eigentlich Vorherrschaft der weißen Rasse, ist ein Zeichen dafür, deshalb Daumen hoch, hier schwarz, damit egalisiert, ja, damit ist das egal, könnt ihr machen, weil der ist ja hier schwarz bei YouTube. Und ja, auch danke übrigens an all meine Unterstützer, danke, ihr macht meine Arbeit erst möglich. So, und jetzt geht's los, es ist wirklich ein Potpourri guter Nachrichten. Unter anderem starten wir durch mit einer Anteaserung auf meinem Zweitkanal auf YouTube, Robert Götz-Matuszewski Premiere, habe ich ein Video und da geht es um eine Operation der Alliierten der NATO über Deutschland, über Bundland. Und zwar über Bundland gibt es eine riesengroße Air Defender 2023 Aktion. Freunde, ich bin gut, derweil ich mit euch plaudere, teile ich das hier. Air Defender 2023 und Air Defender 2023 bedeutet, dass wir über Bundland, direkt über Bundland, knapp zwei Wochen im Juni, kurz vor Ende des Frühlings, in den Beginn des Sommers hinein, kurz vor Beginn des Sommers, haben wir also ein schönes Kriegsspiel direkt über Bundland. Da wird gespielt, wie ist es denn so, wenn der böse Russe über Deutschland ist und wie können wir ihn vernichten? Ganz nebenbei ist natürlich okay, Deutschland dann auch Schrott danach. Aber ich meine, Deutschland ist sowieso NAZI. Also von daher können wir darauf auch gut verzichten. Und es wird geprobt und wir gehen mal davon aus, dass der böse Russe aufgrund dieser Probung, dieser Testung, Air Defender 2023, so viel Angst vorm Deutschen hat, da der sich gar nicht mehr traut, überhaupt jemals wieder einen Fuß auf den Boden Bundland zu setzen. Ja. Ja. Und wir haben den Russen schon mehrfach besiegt. Ja gut, okay, beim letzten Mal hat das jetzt nicht ganz so geklappt, aber wir haben ihn auf jeden Fall schon mehrfach besiegt. Und mit der NATO zusammen werden wir das auf jeden Fall auch ein weiteres Mal schaffen. Koste es, was es wolle, sage ich mal. Koste es, was es wolle. Hier. Jetzt ist Schluss mit E-Rollern. Rund 15.000 batterieelektrische Mietroller liegen kreuz und quer in Paris herum. Könnte auch in Berlin sein, egal. Nun haben die Pariser Einwohner in der Abstimmung entschieden, fast 90% der Teilnehmer wollen die Leih-E-Roller aus dem Stadtbild entfernt sehen. Die Pariser Bürgermeisterinnen Anne Hidalgo hat bereits angekündigt, sich dem Votum zu stellen und danach zu richten. Ja, schön. Also kein Elektroroller mehr in Paris, das ist natürlich bitter, ja. Böse Zungen sagen, die Dinger werden zweieinhalb Kilometer pro Nutzer im Schnitt genutzt. Das ist das, was der Tourist normalerweise gelaufen wäre. Nun fährt das mit E-Roller. Die E-Roller kommen mit großen Schiffen nach Europa. Die Schiffe sind mit Schweröl betrieben, ja, was richtig umweltzerstörend ist. Und die werden in China unter den menschenunwürdigsten Bedingungen hergestellt. Und die sind überhaupt total umweltschädlich. Und die sind nach Schnitt sechs Monaten Schrott. Ja? Also eigentlich ein riesengroßer Ökomist, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Reinhard Klein. Nein, danke von Herzen. Oliver Bröck, ich danke dir von Herzen. Ich möchte mich bei Elfi Gerke herzlichst bedanken. Und lieber Michael Knaub, danke, danke, danke. Und Astrid Bönkert, danke. Astrid, schön, dass das Buch angekommen ist. Und die böse AfD ist laut Umfrage hier
inzwischen über den Grünen in Bundland. Und dann hier was anderes, auch nicht schön. Hier wird gratuliert, die AfD-Partnerpartei in der ID-Fraktion im EU-Parlament hat ein starkes Ergebnis in Finnland erhalten, nämlich 20,8% und ist damit die stärkste Partei in Finnland. Das gefällt uns überhaupt nicht. Was ist denn da los? Ja? Willkommen in Deutschland, wo das Eintreten für die Freiheit anderer Länder tugendhaft ist. Ukraine, Freunde, Schlava Ukraina ist auch tugendhaft, ja? Und das Eintreten für das eigene Land rassistisch. Ja, Freunde, das eine ist das eine, Schlava Ukraina, und das andere ist das andere. Wenn man für Deutschland auf die Straße geht, das ist gar nicht gut. Das ist NAZI, das gefällt uns überhaupt nicht, ja? Ah ja, hier, diese Air Defense ist vom 12. bis 23. Juni. Mehr dazu, wie gesagt, Robert Götz, Matuszewski, Premiere. Und da wird übrigens auch berichtet über Donald Trump, der heute vor Gericht erscheinen muss. Heute, also heute, wenn ihr das Video seht, Dienstag, am 4.4.2023. 30 Anklagepunkte haben wir zusammengeschustert gegen ihn. Er ist gestern schon mit seiner Privatmaschine Richtung, ist die linke Hand, mit seiner Privatmaschine Richtung New York geflogen. Und jetzt muss er sich da stellen, Fingerabdrücke abgeben. Ja, nicht nur vom Daumen, sondern von allen Fingern. Und er wird erkennungsdienstlich bearbeitet. Von vorne fotografiert, von der Seite fotografiert. Ja, also der Donald Trump, den machen wir jetzt fertig. Hier. Es hat sich eine Messerkultur entwickelt, nicht nur in Berlin. Grund für den Gewaltanstieg soll der Wegfall der Corona-Maßnahmen sein, sagt Nancy Faeser. Freunde, es kann so einfach sein. Außenministerin Annalena Baerbock möchte, dass Gershkovich als Journalist endlich in Russland freigelassen wird und beschwert sich hier und sagt, ja hier, Journalisten müssen freigelassen werden, ja, Meinungsfreiheit und Journalismus. Und dann sagt der böse Markus Heinz, ja, und was ist denn eigentlich mit Julian Assange? Was ist denn mit dem, Freunde? Alte Regel. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ja. Ampel verliert bei Regierung ohne Union, keine Regierung ohne Union, Ampel verliert, ja gut, okay, die Ampel verliert gar nichts, die Ampel zieht ihr Ding jetzt durch, die haben ja noch knapp 3 Jahre Zeit, ja, die ziehen das Ding durch, sie ziehen es durch. Ronald Klinkert, danke, Jörg Arndt, danke und von Herzen, liebe Sabine Hillig, danke dir. Markus Pickert, danke, und ein Dank geht auch an Reinhard Klein. Ich sage, es ist die Sendung des Danks, und ich danke auch dem Bundesarbeitsgericht Kündigung ungeimpfter Krankenschwester rechtens. In Erfurt, wirklich wahr, ja. Böse Zungen sagen, Moment mal. Wir wissen doch jetzt auch dank Blöd TV und Welt und BZ und wie sie, Berliner Zeitung, und die haben doch alle, jetzt ist doch raus, dass diese Impfung ganz schwere Nebenwirkungen haben kann und auch hat, ja, also bei vielen, ja. Und da haben sich einfach mal Krankenschwestern entschieden, weil sie sich auch auskennen mit Medizin, dass sie sich nicht impfen lassen, wurden daraufhin gekündigt, und das ist rechtens, das kann doch nicht sein. Doch, das eine ist das eine und das andere ist das andere, ja. Putin hat vollzogen, was Hitler nicht geschafft hat. Ein Zitat von einem Putscher, Ministerpräsidenten, nämlich dem Herrn Ramelow aus Thüringen. Ja, wollen wir jetzt gar nicht weiter hören. Ich bin darauf eingegangen bei YouTube. Stefanie Kohlmann, danke und Grüße gehen raus. Und dann haben wir hier was Schönes. Dr. Christian Lübbers, HNO-Arzt, Homöopathiekritiker und Impfarzt, ja, hat hier damit geworben, dass er Impfarzt ist. Der hat jetzt das Impfarzt ausgetauscht gegen die Information, er ist Segler. Warum wohl? Warum hat er das ausgetauscht? Warum wirkt er damit nicht mehr? Nun gut. Dann hat hier einer Post bekommen, ja, und musste vor Gericht wegen Volksverhetzung. Was hat er gemacht? Er ist in einem Maleranzug und Anonymous-Maske in einen Einkaufsladen gegangen und hatte ein Schild in der Hand, Grundrechte sind keine Privilegien. Und das war Volksverhetzung. Ärgerlich ist, dass der Richter ihn freigesprochen hat. Gut. Freunde, jetzt kommt die beste Nachricht überhaupt aus Berlin. Wer in Berlin wohnt, wird jetzt glücklich sein. Endlich ist es soweit. Das größte Problem, was Berlin hat, sind nicht etwa die 60, 70 Milliarden Euro Schulden. Nein. Oder die E-Roller, die überall im Weg stehen. Nein. Oder dass wir 9 Messeranschläge am Tag haben. Nein. Die Zehntausende von Obdachlosen. Nein. Wir haben das größte Problem, und das haben wir jetzt aber im Griff. Endlich gibt es einen Querbeauftragten für jeden Bezirk. Wir wissen ja, es gibt ja nicht nur Mann und Frau. Nein. Es gibt ja rund 70 verschiedene Geschlechter. Ist wirklich wahr. Man kann auch bei seinem Hund, wenn man den anmeldet, Hundesteuer, kann man auch sagen, männlich, weiblich, divers, kann man ankreuzen. Ist wirklich wahr, ja. Ja, ja, ist so. Der Hund, männlich, weiblich, divers, ja.
Und deshalb gibt es jetzt auch für jeden Bezug einen Queer-Beauftragten. Und was ich noch viel wichtiger finde, eine Kommission gegen Rassismus. Ja, böse Zungen sagen, ey, Moment mal, wir hatten doch das schon mal. Es gibt nicht das Wort Rasse, das sagt man nicht, das ist verboten. Aber es gibt das Wort Rassismus, was sich ja von Rasse ableitet. Freunde, alte Regel, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Man muss sich immer alles hinterfragen, nicht so viel denken. Ja? Denken verbraucht viel zu viel Energie. Hört auf zu denken, lasst denken, ich mache das ja auch nicht. Hier. Und Abschiebestopp im Winter. Ja? CDU, SPD einigen sich kein Abschieben im Winter. Ja? Ist ja kalt, wo die hingeschoben werden, nach Afghanistan, Irak. Ja? Ist ja bekannt, also da ist ja, liegt ja der Schnee Meter hoch. Marokko, ja, Algerien, ja, Tunesien, Ägypten, Jemen, Kongo, Ghana, das sind die schneereichsten Länder überhaupt, da schiebt man nicht ab im Winter, macht man nicht. Zusammenbruch im Stadion, plötzlich und unerwartet, Fan stirbt nach Schalke-Spiel. Christiane in Klinik, regelrecht totgespritzt, jetzt erhebt der Staatsanwalt Anklage gegen ihren Sohn und den Stationsarzt. Ja, aber Christiane war schon 85, also ich meine, mein Gott, das wird Altersschwäche gewesen sein. Und hier, die BZ schreibt, gute Nachrichten, Freunde, liebe Handwerker, jetzt kommt die gute Nachricht des Tages. In Berlin, in der City fahren Handwerker regelrecht auf Lastenfahrräder ab. Lastenräder, ja, logisch. Also der Fliesenleger, der macht seine 80 Kilo Fliesen in sein Lastenrad, ja, oder 200 Kilo Fliesen ins Lastenrad und fährt damit los. Er hat doch keinen Transporter mehr. Warum sollte er? Lastenfahrrad, logisch, logisch, ja. In uns und um uns schreibt mir, die liebe Würde des Menschen ist unantastbar. Warum ist die Würde unantastbar? Möglicherweise, weil sie dem Menschen vorenthalten wird. Möglicherweise, weil dem Menschen sogar das Menschsein im Regelwerk des Systems vorenthalten wird. Wie dem auch sei, der Mensch kommt auf jeden Fall höchst selten in Gesetzestexten vor. Man scheint verwaltungsbedingt mit Personen einfacher arbeiten zu können. In uns und um uns, dieser Kommentar, den verstehe ich nicht. Aber er ist sehr gut. Martin Thoma, vielen, vielen Dank. Und dann hier, Guru Krater, vielen herzlichen Dank. Und Katharina Valentin, danke für deinen Kommentar. Dann haben wir hier was Schönes, ist schon ein paar Jahre her. Und zwar Sebastian Striegel schrieb von den Grünen, 7 Tote und hunderte Menschen traumatisiert. Ja, und wir nehmen das als Begleiterscheinung von Automobilität einfach so hin. Ich will das nicht mehr. Ich will sichere Straßen für alle. Ja, Vision Zero. Ja, schön. Ein Grüner, Sebastian Striegel, gut, ist schon ein paar Jahre her. Und dann, kurz danach, Geldstrafe für Grünen-Politiker Sebastian Striegel wegen Unfallflucht. Was hat er gemacht? Ja, er hat hier jemand geschnitten, ja, Vorfahrt genommen. Er hat ihm die Vorfahrt genommen. Der hat sich daraufhin überschlagen und schwer verletzt. Und der Striegel hat gedacht, walla, alhamdulillah, ich begehe mal Fahrerflucht, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Steht zwar in der Welt, ja, die Welt, steht in der Welt, hier, Welt. Ich zeig's mal kurz hier. Steht zwar in der Welt, ja, aber das sind alles Fake News, ja. Das würde doch einer von den Grünen niemals machen. Nein, 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 nein. Dann hat der böse Stefan Brandner Strafanzeige gegen den Karl Lauterbach gemacht, weil er hier Werbung im Fernsehen für Paxlovid gemacht hat. Das ist gegen das Heilmittelwerbegesetz. Jetzt sagt der Staatsanwalt in Berlin, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wir sehen keinen Grund zur Veranlassung. Nein, ja, Klage abgelehnt. Ja. Und der Stefan Brandner sagt, das ist Strafvereitelung, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Dann hat hier ein Professor etwas über E-Autos und CO2-Ausstoß gemacht. Das kann ich nicht auf YouTube machen. Kommt bitte dafür auf Virtube. Und der WDR sagt, der Klimawandel ist schuld, dass es in Schwimmbädern Gewaltausbrüche gibt. Der Klimawandel, ja. Wenn es heiß ist, ja, dann schwitzen die Leute, dann ist da oben im Kopf irgendwas. Dann sind die eng beieinander und dann gibt es Randalierungen. Ja. Böse Zungen sagen komisch. Gab es aber vor 2015 nie in unseren Schwimmbädern. Und wir hatten auch heiße Sommer, Freunde. Alles Fake News, alles russische Propaganda. Robert Habeck will eine Energiepartnerschaft mit der Ukraine neu aufsetzen. Das heißt, wir bauen das Land auf unsere Steuerkosten und wir machen die Ukraine CO2-neutral. Böse Zungen sagen, wenn wir 600 Millionen Tonnen CO2 produzieren im Bundland, 600 Millionen Tonnen, dann brauchen wir dafür 60 Milliarden Bäume, die das ausgleichen, weil ein Baum macht etwa 10 Kilo im Jahr CO2, der gleicht das aus. Wir haben aber 90 Milliarden Bäume in Bundland. Das heißt, wenn wir 60 Milliarden Bäume brauchen, um die 600 Millionen Tonnen CO2 auszugleichen, 60 Milliarden Bäume, und wir haben 90 Milliarden Bäume, dann ist doch alles in Ordnung. Dann haben wir ja mehr Bäume, als man bräuchte, um das gesamte CO2 in unserem Land auszugleichen. Und wenn man denn unbedingt der Meinung wäre oder sei, dass man da was tun muss, dann muss man doch einfach bloß Bäume pflanzen. Denn wenn ein Baum 10 Kilogramm CO2 egalisiert, also wegmacht, atmet, sozusagen atmet, um Sauerstoff zu produzieren, also, ne, dann braucht man doch bloß Bäume zu pflanzen. Und das Pflanzen eines Baumes kostet nur 2 Euro. Mit anderen Worten, wir brauchen nur 120 Milliarden Euro, um so viele Bäume zu pflanzen, in Deutschland oder woanders. Die Luft geht ja rund um die Welt.
Also wir müssen nur 120 Milliarden Euro ausgeben, nur 120 Milliarden, also mehr nicht, müssen wir ausgeben, um nochmal so viele Bäume zu haben, um das gesamte CO2 von Bundland pro Jahr auszugleichen. Ist das nicht einfacher, einmal 120 Milliarden auszugeben, als Billionen für eine Energiewende? Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Das sind alles Flausen, die irgendwelche Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner im Kopf haben. Alles Murks. Hier. Fronthausen. Streit eskaliert. Mit Messer und Pfefferspray. Ein 29-jähriger Gast geht mit dem Messer auf einen 52-jährigen Deutschen zu. Aber es ist ein Ausnahmefall, ein Einzelfall. So, hier. Bauministerin Geiwitz verspricht wegen Heizhammer, niemand verliert sein Haus. Ich habe es schon auf YouTube gesagt. Freunde, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr Hausbesitzer seid, diese Energiewende kostet pro Haus im Schnitt 150.000 Euro. Mehr nicht. Ja, also wenn ihr das nicht habt, ihr verliert euer Haus nicht. Es wird immer da sein. Ja, ihr werdet es nicht mehr besitzen, aber ihr wisst immer, wo es ist. Ihr habt es nicht verloren. Ja, ja, wie neulich dieses, den Regenschirm, den ihr verloren habt. Ja, so. Ständig klingelt das Telefon. Ja, den Regenschirm habt ihr verloren oder den Schlüssel. Aber euer Haus habt ihr nicht verloren. Es gehört euch bloß nicht mehr. Also, es kann so einfach sein. Tagesschau streicht das Wort Mutter. Man wolle niemanden diskriminieren. Daher heißt es gebärende oder entbindende Person. Böse Zungen sagen, liebe Mütter, liebe Frauen in Bundland, wenn ihr jetzt nicht auf die Straße geht, wenn ihr jetzt nicht GEZ-Gebühren einstellt zu zahlen und wenn ihr jetzt nicht an ARD einen Brief schreibt und euch beschwert, wenn ihr es jetzt nicht tut, ja, dann seid ihr einfach verblödet. Dann habt ihr es nicht anders verdient. Ihr werdenden, entbindende Person, gebärende, entbindende Person, ihr Nichtmenschen. Aber gut, sind böse Zungen. Gute Nachrichten aus einem schwäbischen Dorf. Endlich kommt ein Syrer an die Macht. Syrischer Flüchtling in schwäbischen Dorf zum Bürgermeister gewählt. Er ist ein Grüner, das gefällt mir gut. Und wir haben einen ganz schlauen Experten, den Neurowissenschaftler Nick Chetter. Der hält den menschlichen Geist für überbewertet. Ja, böse Zungen sagen ja bei dir offensichtlich schon und sagt, wir können uns nicht finden, weil in uns kein Selbst ist. Ja, schön, gefällt mir. Freunde, da geht's lang. Ja, in uns ist nichts. Ja. Bruni Sauer, ich sage danke von Herzen. Es ist die Sendung des Danks. Auch an Shabzan Shemli. Endlich ist es soweit. Ihr Buch ist da und das Buch heißt Laut. Schön. Hoffentlich ist das kein Hörbuch. Und hier. Andreas Anton Oberauer ist am 31.03.2023 auf eigenen Wunsch ehrenhaft aus dem Dienst des Bad Reichenhaller Gebirgsjäger-Dingsbataillons entbunden worden. Ich wünsche allen verbliebenen Kameraden bei den Gebirgsjägern, dass sie heil an Körper und Geist von der Ostfront nach Hause kommen. Was denn für eine Ostfront? Was erzählt denn er da? Linke Kulturbürgermeisterinnen in Dresden an Anne-Kathrin Klempsch möchte jetzt den goldenen Reiter in Dresden in die Neuzeit holen und mit Gendersternchen versehen. Endlich ist es soweit und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dem lieben Ralf Bollinger bedanken. Lieber Ralf, danke und Christian Schmidt, danke, danke, danke und Anja Nägele, vielen herzlichen Dank und Claudia Hiemann, ich danke auch dir. Und dann hier, der Präsident von China war ja 3 Tage in Russland bei Putin und parallel dazu waren noch 40 afrikanische Staatsoberhäupter, also Staatschefs, 40. Ja, 40. In Russland. Was ist denn da los? Ja, die haben wahrscheinlich Urlaub gemacht, oder? So einfach nur Urlaub gemacht. So. Dann hier, am 23. bis 25.04. treffen sich die Global Female Leaders vom World Economy Forum in Berlin. Ich werde berichten, es geht um Climate Change, No Promises, We Must Act Now. Ja, Food Security, Transforming Our Global Food System. Ja, und Advanced Technologies, Accelerating Digitalization. Ja, also, wie man besser Insekten isst, ja, wie wir jetzt endlich heizen und Reisen verbieten können und wie wir alles digitalisieren können, Stichwort Chip im Gehirn. Schön, finde ich gut, gefällt mir sehr gut. Und dem sächsischen Innenminister ist jetzt Walla Alhamdulillah aufgefallen, dass unsere ukrainischen Gäste, ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, Slava Ukraina! Ja, dass unsere ukrainischen Gäste mit dem Auto hier sind, alle keine Autoversicherung haben. Wenn es knallt, Pech gehabt, würde ich mal sagen. Letzte Nachricht, wenn ihr mal wirklich schlecht essen gehen wollt, dann geht doch einfach mal in Wien ins Weingut Heuriger Alter Bachhengel. Ja, also wenn es wirklich schlecht sein soll, geht dahin. So, die ARD möchte gerne einige Sendungen streichen, habe ich schon berichtet. 17-Jähriger fliegt 4 Stunden zu Pokémon-Turnier, wird disqualifiziert, weil er lacht, als er nach Pronomen gefragt wird. Da geht's lang, das gefällt mir richtig gut, ja. Und ein bärtiger Profi-Powerlifter nahm an einem Frauenwettbewerb in Kanada teil und brach einen Rekord, der von einem Translifter gehalten wurde, der zusah.
Ein bärtiger Profi-Powerlifter nahm an einem Frauenwettbewerb in Kanada teil und brach einen Rekord, der von einem Translifter gehalten wurde. Schön, gefällt mir gut. Es gefällt mir. Es kann so einfach sein. Dann hier. EU-Kommission wirbt unter Next Generation EU für mehr Zuwanderung. Endlich. Wir brauchen mehr Hauttyp 5 und Hauttyp 6, finde ich gut. Und hier schreibt jemand, habe meine Tochter angewiesen, mich nicht mehr Mama zu nennen, sondern gebärende Person. Gut. Habe keine Lust, mich vom Nachwuchs noch länger diskriminieren zu lassen. Genau. Und ausgerechnet die Bundesregierung will nun offenbar auf das Selbstschutzsystem bei ihren modernsten Regierungsfliegern verzichten. Dabei war der Raketenschutz eigentlich fest eingeplant. Ja, Raketenschutz, das sind so Worte. Ja. Ich würde mal sagen, viel Glück. Cornelia Schmidt, was soll ich sagen? Ich sage danke, 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 liebe Cornelia von Herzen. Und ich bedanke mich bei Manuela Trautmann herzlichst. Und mein Dank geht an Dirk Kalbfeld. Vielen lieben Dank. Und ich bin in Dankeslaune. Gabi Thom, danke von Herzen. Und auch ein lieber Dank an Hubert Mehlretter. So, es geht weiter mit einem Dank an Andreas Gräbner und an Juliane. Juliane Koch, ich danke dir sehr. Oliver Hartig, danke, danke, danke. Und Carola Hippe, ich danke auch dir. Ich habe ja gesagt, es ist eine Sendung des Danks. Dank ist mir wichtig. Und wir haben jetzt gleich noch eine schöne Bonusnachricht, aber zuvor das möchte ich mal das Omen befragen, wie es denn aussieht mit der Zukunft. Ja, wenn die Zukunft golden und rosig ist, ja, wenn alles gut wird, dann spricht der Herr Presley zu uns. Oh, weia, sind die Batterien alle? Das wäre natürlich misslich. Das Ding ist dunkel, ja. Freunde, ich glaube, jetzt ist vorbei. Wir fragen mal. Thank you, ladies and gentlemen. Also bitte, das ohne Batterien. Lange macht das nicht mehr. Also ich würde mal sagen, alles wird gut, ja. Alles ist gut, wir müssen da bloß noch hin. Es ist alles gut. Ja. Es ist auch dann besonders gut, wenn ihr dieses Video bis zum Schluss geschaut habt. Und wenn ihr mir einen schönen Kommentar schreibt, schreibt ihn rein. Ich freue mich drauf und einen Daumen hoch gebt. Vielen, vielen Dank dafür. Und Freunde, liebe Unterstützer, wenn ihr meine Arbeit gut findet, sie lebt von eurer Unterstützung. Ich danke euch von Herzen für eure Unterstützung. Übrigens nochmal danke an alle, die in Wien beim Zuschauertreffen dabei waren. Ja, es war eine Riesenaktion. Rund 750 Kilometer hin, 750 Kilometer zurück. Wir hatten auch 3 Übernachtungen. Es ging sich nicht anders aus, weil wir haben auch noch einige kleine Sendungen gedreht. Der digitale Chronist und ich, ihr habt es ja gesehen, bei Telegram und bei Getter und bei Facebook und auch teilweise bei YouTube und auch bei Virtube. Ihr habt es gesehen, wir waren da, wir waren fleißig. Denn Tatkraft ist angesagt. Und das Gleiche gilt für euch. Bitte lasst uns zusammenhalten, optimistisch bleiben, Tatkraft zeigen. Und Freunde, es ist alles gut. Wir müssen halt bloß noch hin, oder? Ja. Ein lieber Gruß von Bruno, Kevin, Jerome und meiner zauberhaften Frau Martina. Und jetzt kommt die Bonusnachricht. Ja, ich, ohne Bonusnachricht lasse ich euch doch hier nicht aus der Bitte. Ja. Geheiminformationen nach, also Top Secret, es ist Top Secret, produziert der Russe im Monat rund 200 Panzer. 200, ja. Offiziell sagt er, wir haben im Jahr 1500 Panzer produziert, aber inoffiziell sind das in Wirklichkeit rund 2500 Panzer. Und das sollen wohl die modernsten Panzer von der ganzen Welt sein. Und geheimen Informationen nach soll der Russe innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen eine Großoffensive starten in der Ukraine und den Sack zumachen. Ja, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Ich sage euch eins, der Russe hat verloren, Putin ist böse, ja. Trump ist sowieso böse, Assad ist böse, AfD ist böse und das einzig Gute ist die NATO, ja, Zelensky, ja, Olaf Scholz, ja, und Joe Biden, Sleepy Joe, ja, das sind die Besten überhaupt. Jetzt werden wir erstmal den Trump einsperren. Mann, da ist aber heute hier das Telefon, das ist heute, das ist aber ein schöner Klingelton, oder? Den Trump werden wir einsperren, ja, so, Punkt aus Ende, Freunde. Grüße von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Und jetzt kommt das Wichtigste überhaupt. Robert Götz Matuszewski, Facility Manager im neuen Bundestag, im alten Bundestag. Wieso sage ich neu? Ich sage neu, weil ich hier noch einen Orden habe. Habe ich den schon gezeigt? Ein neuer Orden. Ich habe einen neuen Orden bekommen, ja. Den mache ich immer an meinen neuen Kittel. Lauter neue Sachen. Bundestag ist nicht neu. Facility Manager im alten Bundestag. Freunde, ich habe euch lieb. Macht das gut. Tschüss, ganz. Ich nahm mich aus dem Bild. Bin ein bisschen wirr heute.